Das ist eine akute Durchblutungsstörung des Darmes. Die ist bedingt dadurch, dass eine der Darmarterien sich plötzlich verschließt, zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen. In der Folge geht der Darm zugrunde und stirbt ab. Ein solcher Infarkt macht aus der Ruhe heraus heftige Bauchschmerzen, können kolikartig sein, teilweise auch dann rückläufig. Wichtig ist eine ganz schnelle Diagnostik in einer Notaufnahme, am besten mit einem CT, um diese Durchblutungsveränderung darzustellen. Die Erkrankung muss dadurch behandelt werden, dass man das Gerinnsel aus der Darmarterie entfernt. Dies kann mit Kathetern geschehen, aber häufiger mit einer offenen Operation. Und wenn Teile vom Darm abgestorben sind, müssen diese entfernt werden.